herzlich willkommen hier zum nächsten Spieltag der Euro 2024 hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum nächsten Gruppenspiel der Gruppe B. Nachher um... Ja, wann kommt's halt eigentlich? Übrigens, kurze Info, dieses Video ist jetzt eigentlich später als sonst online gekommen. Wieso, weshalb, warum? Weil mir Panini / der DFB einen Brief zugeschickt hat. Und dieses Video habt ihr um 15 Uhr gesehen. Das Video ist um 15 Uhr online gekommen. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ein sehr, sehr geiles Video geworden. Also schaut da gerne vorbei, weil es ist nämlich ein neues Produkt online gekommen. Aber mehr Infos gibt es auf dem Video, was vorhin online gekommen ist. Und deshalb ist dieses erste Gruppenspiel heute, Kroatien-Albanien, auch erst um 17 Uhr online. Dann um 18 Uhr spielt Deutschland und dann 19 Uhr spielt dann noch das nächste Spiel in der Gruppe A. Dann ist das heute der Spielplan, so wie er in echt auch stattfinden wird. Genau, Kroatien-Albanien. Albanien hat das erste Spiel gegen Italien unentschieden gespielt. Kroatien hat gewonnen 1-4. Also mal gucken, wie die Mannschaften heute spielen werden. Kroatien-Albanien, wir gehen rein. Let's go. Und beginnen direkt, ich fasse es nicht, mit dem Doppelschlag. Ich würde sagen, wer macht's? Einmal Modric, einmal Kramaric oder was? 2-0 für Kroatien. Direkt am Anfang der Partie. Das ist bockstark. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Besser geht es eigentlich gar nicht, mit einem Shiny reinzustarten. Doppelschlag 2-0. Dann haben wir Slowakei. Albanien, heute geht's ab hier. Klaus Pirula mit dem 2-1 Albanien. Ja, kommt hier ran und es ist der Anschlusstreffer. 2-1, dann haben wir Schottland, Tschechien, Island, Frankreich. Halbzeit Nummer 2. Übrigens, geiles Trikot, oder? Was haben wir hier? Oh, geil, Junge, die Trophäe. Habe ich, glaube ich, sehr, sehr selten allgemein gezogen, diese Trophäe hier. Und ich habe ja schon sehr, sehr viele Sticker geöffnet. Ivan Perisic mit dem 3-1. Also Kroatien, bis jetzt Kroatien in dem ganzen gesamten Format, bis jetzt die beste Mannschaft mit den meisten Toren etc. Maximovic, Dänemark, dann alles zur Seite. Dann haben wir Ilkay Gündogan, Deutschland, Spanien. Berlin als Stadion, Portugal, Belgien und Polen. Last Pack Magic. Wenn ich jetzt, wann dann? Schweiz, Italien, Ukraine, Luxemburg, Georgien und hinten raus Netherlands. Und damit nimmt Kroatien den nächsten Dreier mit. 3-1 gegen Albanien. Und somit steht Kroatien eigentlich, ja, eigentlich schon ziemlich safe in der K.O.-Runde. Der Euro 2024 war aber auch, obwohl in der Gruppe war es gar nicht so wirklich klar, war Italien, Spanien, Albanien ist schon eine starke Gruppe, muss man ehrlicherweise gestehen. Auf jeden Fall war es das. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, schaut das Video an, was vorhin angekommen ist. Der DFB schickt mir einen Brief, Panini schickt mir einen Brief. Schaut vorbei und tschüss.